Hallo bei Video Wissen. Beteigeuze ist in aller Munde, ein Riesenstern, der im Sonnensystem platziert bis über die Jupiterbahn hinaus reichen würde. Er ist ungefähr 600 Lichtjahre entfernt, befindet sich im Sternbild Orion. Und das Komische war, Ende 2019 wurde beobachtet, dass die Helligkeit deutlich abgesackt ist. Also wenn man Vergleichssterne nimmt im Orion oder auch in anderen Sternbildern in der Umgebung dieses roten Riesensterns, konnte man sehen, dass er einfach dunkler wurde. Und die Ursache ist ungeklärt. Auf dem Kanal Urknallwelt erleben wurde ja schon ein Video veröffentlicht von Josef Gassner, der sich dazu geäußert hatte. Aber natürlich gibt es auch viele andere Leute, die sich mit Astronomie befassen, die das Thema spannend finden, die darüber vortragen. Und Peter Kroll von der Sternwarte in Sonneberg hat einen Vortrag gehalten und den wollen wir euch natürlich auch zeigen. Viel Spaß! Heute geht es um die Beteigeuze, ein Stern, der also vor einigen Wochen um die Weihnachtszeit durch die Presse geisterte. Da ist irgendetwas los. Und wir sind also, ich persönlich von verschiedenen Freunden, Bekannten angesprochen worden. Wir sind angesprochen worden hier im Museum. Was ist da eigentlich los? Und da haben wir gesagt, ehe wir einen planmäßigen Vortrag in einem Jahr oder so etwas haben, wenn wieder ein Zeitfenster ist, machen wir das mal aktuell und versuchen darzustellen, was da los ist eigentlich. Also was ist los mit Beteigeuze? Und um es also gleich vorwegzunehmen, wir wissen es nicht. In diesem Sinne, schönen Dank, dass Sie da waren. Ich möchte Ihnen noch erzählen, was wir wissen und vor allem, was wir auch nicht wissen und was wir uns denken oder wo wir spekulieren oder wo wir unsicher sind, wo es Widersprüche gibt und so weiter. Das wird also Thema dieser aktuellen Astrostunde sein. Ja, ich bitte zu entschuldigen, dass das Bild ein bisschen wackelt hier. Das liegt an dem VGA-Umsetzer, aber irgendwie, ich bin froh, dass die Technik überhaupt jetzt klappt. Fangen wir mal an. Nicht alle werden sich vielleicht am Himmel auskennen, um sofort, wenn es also, nehmen wir an, es würde nachher klar sein, wenn wir hier rausgehen, um zu sagen, ja, also schauen wir doch mal nach, was mit Beteigeuze los ist, denn Beteigeuze ist jetzt schon draußen zu sehen, eigentlich, wenn kein Nebel, keine Wolken wären und auch nachher ist es noch gut zu sehen. Hier haben wir also ein Bild einer unserer Überwachungskameras, die AllSky-Kameras. Ein Bild, was also im Oktober letzten Jahres geschossen wurde. Weil es eigentlich so schön aussieht, habe ich das also ausgewählt. Wir sehen hier den gesamten Himmel abgebildet. Hier ist also der Zenit über uns. Und was wir hier sehen, ist also das berühmte Wintersechseck, gebildet aus den Sternen Sirius, Rigel, Aldebaran, Capella, Castor und Procyon. Und praktisch inmitten dieses Sechsecks findet man das Sternbild Orion und da links oben dieser Stern, das ist der Stern Beteigeuze. Um den soll es heute gehen. Also das Sternbild Orion ist so markant, dass man eigentlich, wenn man nur einen klaren Himmel hat und es ist über dem Horizont, kann man es eigentlich nicht übersehen. Die drei Gürtelsterne sind prägnant. Und wer sich noch einprägen möchte, wir haben auch hier draußen im Foyer so ein 3D-Modell des Orion. Dort kann man das auch noch mal sich anschauen. Ja, als ich ankündigte diesen Vortrag und schrieb das erste Mal, es geht um den linken Schulterstern des Sternbild Orion, wurde mir bewusst, was ist denn jetzt eigentlich? Ist das jetzt unsere Sicht? Also ich meine, wir sehen uns ja sozusagen immer spiegelverkehrt. Also meine rechte Schulter sehen Sie natürlich links. Und deswegen ist die Frage, bei solchen Darstellungen, ist das jetzt des Kämpfers Orion linke oder rechte Schulter? Ich bin der Meinung, wenn der also das Schwert hier hängen hat, dann ist das vorn. Er wird es nicht am Rücken stecken haben. Insofern zeigt er uns die rechte Schulter. Aber um der Sache aus dem Weg zu gehen, kann man sagen, okay, es ist die rote Schulter des Orion, denn auffällig leuchtet Beteigeuze eben gelblich-rötlich. Ist nicht zu übersehen, diese Färbung. Ja, was ist eigentlich los? Ich habe mal hier als Beispiel auch zwei Bilder von unseren Überwachungskameras genommen. Da können wir das schon sehen. Zunächst mal, was fällt auf? Nun, der Himmel sieht ein bisschen anders aus, weil einfach unterschiedliche Wolken da sind. Hier liegt ein bisschen Schnee drauf auf der Kamerakuppel. Hier haben wir das Sternbild Orion
Und hier haben wir das Sternbild Orion auch. Das ist also aufgenommen, hier steht es nochmal, am 6. Februar letzten Jahres und vor wenigen Wochen am 23.01. Ja, wenn Sie jetzt anschauen, hier ist Bethei-Geuze, hier ist hier, es fällt eigentlich zunächst mal nicht weiter auf, man muss schon genauer hinschauen. Und das können wir machen, indem wir hier mal reinzoomen. Das ist jetzt ein Ausschnitt dieser beiden Bilder. Und da fällt das schon auf, wenn man genau hinschaut. Vergleichen Sie mal, hier ist Bethei-Geuze, die Helligkeit mit dem Stern Rigel und dem Stern Bellatrix. Im Februar letzten Jahres sind die beiden, sagen wir mal, etwa gleich hell. Auf jeden Fall ist Bethei-Geuze deutlich heller als Bellatrix. Ich glaube, das sieht man. Also heller bedeutet, je größer der Klecks, desto heller war der Stern. Und jetzt nehmen wir mal vom 23.01. Da sehen wir, dass also die beiden fast gleich hell sind. Auf jeden Fall gibt es einen Unterschied von dem zu dem. Ja, also unter der Annahme, dass also Rigel konstant ist und Bellatrix konstant in der Helligkeit sind, dann hat sich also offenbar dieses Helligkeitsverhältnisses zugunsten von Bellatrix verschoben. Der Stern ist also schwächer geworden. Ja, werden Sie sagen, und das haut nun die Astronomen um, dass der so ein bisschen schwächer geworden ist. Naja, man muss dazu sagen, dass Bethei-Geuze eigentlich schon ja, seit dem 19. Jahrhundert verdächtigt wurde, seine Helligkeit zu ändern. Er wurde beobachtet oder darauf aufmerksam wurde John Herschel, das ist der Sohn von William Herschel, der Entdecker des Uranus. Sein Sohn war also auch Astronom und dem ist aufgefallen, mit Bethei-Geuze, da tut sich doch was. Der ändert, wird mal heller, mal schwächer. Und hier haben wir eine Lichtkurve von 1911 bis 2001 der AAVSO, der American Association of Variable Star Observers. Das ist eigentlich nicht nur eine amerikanische, das ist eine internationale Organisation. Also alle veränderlichen Beobachter, vor allem auch Amateure, also Liebhaberastronomen, beobachten dort und melden ihre Beobachtungen an die Zentrale in den USA und die bilden dann so eine Lichtkurve, das sind jetzt also hier 10 Tagesmittel, weil das sonst viel stärker streut. Wir sehen also, irgendwie zappelt Bethei-Geuze schon immer rum. Das ist eigentlich noch nichts besonders Aufregendes. Aber, und das war eben das Neue, vor ein paar Wochen, also das ist jetzt hier so das Zappeln, gemessen von Wolfgang Vollmann, einem österreichischen Amateur, der also mit einer CCD-Kamera da genaue Aufnahmen macht. Und hier sieht man also über Jahre hinweg dieses Auf und Ab. Hier zwischendurch sind immer mal Lücken drin. Diese Lücken sind ganz einfach erklärbar. Orion ist nicht immer zu sehen. Also wenn die Sonne in der Nähe des Sternbild Orion steht, dann können wir ihn natürlich nicht beobachten. Deswegen gibt es also immer Lücken dazwischen. Ja, und auch er beobachtet plötzlich, das ist also hier ungefähr Oktober, dass also die Bethei-Geuze schwächer wird als normal das Auf und Ab. Und das ist jetzt hier die ganz aktuelle Lichtkurve. Ich habe also einen guten Freund unter den veränderlichen Beobachter, der Bela Hassforter. Der hat mir also um 18.30 Uhr, also vor einer guten halben Stunde, nochmal die ganz aktuellen Daten geschickt und die zusammengesucht aus verschiedenen Quellen. Ich hatte ihn darum gebeten, weil er das schon mal Daten präsentiert hat. Und er war so lieb und hat das also fertig gemacht. Und das ist also praktisch die Lichtkurve der letzten 200 Tage. Ach, das habe ich jetzt vergessen zu korrigieren. Also diese letzte, hier unten, diese Zeitskala ist das sogenannte julianische Datum. Das ist eine fortlaufende Tageszählung. Und das endet hier praktisch 2, 4, 5, 8, 9, 0, 0. Es wäre also das letzte Tick hier. Und das entspricht, das ist also hier 10 Tage früher, spricht also dem 20.02. Also am Donnerstag wäre sozusagen das hier. Und 200 Tage zurück, das heißt also, da landen wir irgendwie so Ende August ungefähr. Von August war es also normal, der normale Helligkeit. Und seit Oktober ungefähr fällt also der Stern ab. Und jetzt kann man natürlich schon ein bisschen hineininterpretieren, ist das jetzt das Ende erreicht, dieses Abfalls? Geht es vielleicht anschließend wieder bergauf oder geht es noch weiter bergab? Das Interessante war, in den letzten Wochen haben verschiedene Beobachter immer mal gesagt, ah, es geht wieder bergan. Und haben dann so eine Helligkeit geschätzt. Das ist wirklich schwierig zu schätzen, muss ich sagen.
die ein bisschen über dieser Kurve lag. Und naja, man muss das mit Vorsicht genießen. Also man ist ja versucht zu sagen, also es muss ja dann irgendwann mal das Minimum wahrscheinlich wieder zu Ende sein. Und dann bin ich der, der entdeckt hat, dass es also langsam wieder heller wird. Und nachher geht es aber doch weiter runter. Also unvoreingenommen zu schätzen, die Helligkeit zu beurteilen, ist wirklich eine schwierige Sache, weil eben die Bethai-Geuze so ein heller Stern ist. Man braucht ja Vergleichssterne am Himmel und die stehen in anderen Gegenden, haben unterschiedliche Höhen. Da spielt eine Rolle, dass also beispielsweise die Extinktion, die atmosphärische, also die Lichtschwächung beim Weg des Lichtes durch die Atmosphäre, da eine Rolle spielt. Wenn ein Stern nah am Horizont ist, wird es schon durch die Atmosphäre geschwächt. Und da ist es eben schwierig, solche hellen Sterne zu vergleichen. Wir wissen auch, dass also Bethai-Geuze ein roter Überriesenstern ist. Rote Überriesen, ich komme auf den Punkt später nochmal genauer zurück, sind also charakterisiert dadurch, dass sie also Temperaturen irgendwie zwischen 3.000 und 5.000 Grad haben. Den kann man die Spektralklassen K und M zuordnen. Das sage ich nachher noch was dazu. Im Radien liegen sie also deutlich größer als die Sonne, ungefähr das 100-fache bis 1000-fache oder noch darüber. Die Leuchtkraft extrem höher, das 100- oder 100.000-fache und darüber. Und die Leuchtkraft ist variabel. Sie schwankt so 200 Tage bis 1000 Tage, gibt es also verschiedene oder mehrere tausend Tage verschiedene Zyklen. Und schauen wir uns Bethai-Geuze an im Vergleich dazu, passt ganz gut rein. Die Temperatur liegt bei ungefähr 3600 Grad, schwankt immer ein bisschen, also wie die Helligkeit schwankt, schwankt auch die Temperatur. Und im Moment ist das ein bisschen abgefallen. Bethai-Geuze ist also infolge dieser Abschwächung auch kühler geworden. Liegt jetzt ungefähr bei 3400 Grad. Ja, ein Radius, auf den Punkt kommt man anschließend noch, dass wir nicht genau wissen, wie groß das ist, ungefähr 900 bis 1000 Sonnenradien. Leuchtkraft um 100.000 mal so stark wie die Sonne, variabel. Es gibt einen Zyklus etwa alle 426 Tage. Das ist also dieses Auf und Ab hier, das ist dieser Hauptzyklus. Und es gibt aber auch noch einen langen Zyklus, ungefähr 6 Jahre. Ja, und vom Alter her schätzen wir also Bethai-Geuze ungefähr 8 oder 8,5 Millionen Jahre. Was ist daran immer noch interessant? Weil es ein roter Überriese ist, wissen wir, dass das Schicksal eines roten Überriesens am Ende seines Lebens unvermeidlich eine Supernova ist. Und darauf warten natürlich die Astronomen. Das ist ja das, was es interessant macht. Stellen Sie sich mal vor, so eine Explosion vor unserer Haustür gewissermaßen. Der Stern wäre wirklich wahnsinnig hell. Den Punkt kommen wir noch. Ja, und Sie sehen, hell bedeutet wirklich hell. Wir haben hier eine Supernova in einer anderen Galaxie. Wir sehen hier die Galaxie und am Rande dieser Galaxie ist eine Supernova, ist ein Riesenstern explodiert und zeigt eine Supernova-Erscheinung, also einen extrem hellen Lichtausbruch und wird so hell wie die gesamte Galaxie, kann man sagen. Also da geht schon ordentlich was los für eine geraume Zeit. Also für einige Tage ist er so hell, dann fällt es wieder ab. Die Frage ist, warum sind die Astronomen so erpicht darauf, eine Supernova in unmittelbarer Nähe haben zu wollen? Um sie studieren zu können natürlich. Und warum haben sie das nicht schon längst getan? Die Frage ist, gab es schon mal Supernovae in unserer Nähe, also so nah gelegen? Also man muss dazu sagen, beruhigend weit weg, dass sie uns nicht schadet, aber doch so nah, dass wir sie beobachten können. Und da gibt es in der Tat in den letzten 1000 Jahren einige Ereignisse, die aufgezeichnet worden sind. Im Jahre 1006 haben also verschiedene Beobachter, also arabische, chinesische, japanische und südeuropäische Beobachter, eine Supernova, die also ziemlich hell war. Die muss relativ nah gewesen sein. Minus 9 bis minus 10. Größe bedeutet Folgendes. Wir haben am Himmel die Helligkeitsskala. Die allerhellsten Sterne sind 0. Größe. Die allerschwächsten sind 6. Größe. Also je größer die Zahl, also je positiver die Zahl, umso schwächer ist es. Was bedeutet, je negativer die Zahl, umso heller ist es. Die Sonne hat beispielsweise minus 26, der Vollmond minus 13 ungefähr. Ja? Oder die Venus, wenn sie jetzt schön abends zu sehen ist, hat es ungefähr so minus 4 bis minus 5, minus 4,5 etwa. Also minus 9 bis minus 10, das ist schon ordentlich hell. Das konnte man auch am Tage sehen. Und an der Stelle
man hat das also, so genau haben die ja damals, also die haben schon beobachtet, aber die Aufzeichnungen sind manchmal nicht ganz eindeutig und schon gar nicht in dem Sternbildkontext oder gar Koordinatenkontext, wie wir es heute machen. Es ist also schwierig zu sagen, wo fand die eigentlich statt. Aber man hat dann verschiedene Überreste detektiert hier im Röntgenbereich. Dann gab es 1054 eine ganz berühmte Supernova. Warum? Weil sie einen interessanten Rest, also einen Nebel hinterlassen hat, den sogenannten Krebsnebel oder M1, also das Objekt Nummer 1 im Katalog des französischen Astronomen Messier, ist beobachtet worden von den Chinesen und den Japanern. Minus vierte Größe, also so hell wie die Venus momentan abends zu sehen ist. Ja, dann gab es wieder einige Jahrhunderte nichts und interessanterweise zur Zeit Tychos und Keplers gab es also zwei Supernovae, 1572 die sogenannte Tychos-Supernova. Da hat man auch später im Röntgenbereich ein Gegenstück gefunden. Und auch Kepler hat über eine Supernova berichtet. Die findet man als Radioquelle am Himmel. Ja, und dann geschah im viele Jahrhunderte nichts. Und man muss dazu wissen, dass in einer Galaxie wie unserer durchschnittlich, Pi mal Daumen, alle 100 Jahre eine Supernova stattfindet. Nun ist es natürlich eine Statistik. Aber eigentlich ist es schon lange überfällig. Nun kann es natürlich sein, dass die drei oder vier Supernovae, die seitdem stattgefunden haben, alle sozusagen auf der anderen Seite unserer Galaxie stattfanden, sodass also das Licht nicht zu uns durchdringen konnte, verschluckt durch die vielen Staubwolken, die es in der Galaxis gibt. Es gab dann allerdings ein großes Ereignis 1987, beobachtet durch alle Leute, die also hingeguckt haben, allerdings auf der Südhalbkugel. Wir haben das also hier leider nicht sehen können. Das war die Supernova 1987a in der Großen Magellanischen Wolke. Die Große Magellanische Wolke ist eine Nachbargalaxie, eine kleine Galaxie verglichen mit unserer großen Galaxis. Ja, und dort ist also der Überrest, also der Neutronenstern, von dem man annimmt, dass er sich gebildet hat, hat man noch nicht detektiert. Man sieht aber eine ringförmige und in besonderem Gestalt befindliche Hülle, die sich ausdehnt. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Also Fakt ist, eine galaktische Supernova ist wirklich überfällig. Nun können wir warten, bis eine kommt oder uns der Hoffnung Ausdruck verleihen, vielleicht klappt es ja mit Beteigeuze. Und ich hatte ja eingangs gesagt, wir wissen eigentlich wirklich nicht viel, was wirklich los ist mit Beteigeuze. Das möchte ich mal kurz beleuchten. Was wissen wir über Beteigeuze eigentlich? Nun, eine der ersten Fragen ist, wie weit ist er denn eigentlich weg? Und da gehen die Probleme schon los. Man hat also das erste Mal 1920 mit Messmethoden versucht herauszubekommen, wie weit Beteigeuze entfernt ist. Und zwar mit sogenannter parallaktischen Messungen. Was steckt dahinter? Wenn wir einen Stern haben in einer gewissen Entfernung und wir als Beobachter Erde kreisen um die Sonne, dann sehen wir diesen Stern mal unter dem einen Winkel, unter dem anderen Winkel. Das heißt also, am Himmel vollführt der Stern so eine leichte Taumelbewegung. Also kann man sich vorstellen. Vor dem Hintergrund noch viel weiter entfernterer Sterne bewegt sich der Vordergrundstern so ein bisschen hinher. Das ist wie wenn ich also hier stehe, dann sehe ich sie so und wenn ich hier stehe, sehe ich sie ein bisschen hinter einem anderen Hintergrund. Kann man sich vorstellen, ist die Parallaxe. Also die verschiedene Sicht aus verschiedenen Winkeln. Ja, und schauen wir uns mal an, was die gemessen haben. Die erste, würde man sagen, na gut, 20er Jahre, ist eine schwierige Messung. Die kamen auf 56 Parsec oder 180 Lichtjahre Entfernung. Ich habe jetzt immer mal beide Werte angegeben hier. 1985 hat man das korrigiert, viel weiter weg, 400 Parsec. Das macht schon einen Unterschied. Dann große Hoffnungen mit dem Hipparcos-Satelliten, der also viele den ganzen Himmel vermessen hat, Entfernungen, Eigenbewegungen der Sterne. Da kamen wir auf 152 Parsec und hier hinten sind immer die Fehler angegeben. Ja, also das sind ungefähr 15% Fehler. Dann gab es vor einigen Jahren eine radioastronomische, also mit Radiointerferometrie, bestimmte Positionsmessung mit dem Very Large Array. Das sind diese
22 Radioteleskope da in New Mexico, die man da auf Beteigeuze gerichtet hat. Und die kamen auf ungefähr 200 Parsec Entfernung. Aber plus minus 45, also 20-25% Fehler. Und ja, das ist nochmal genauer gemacht worden mit anderen Radioteleskopen 2017, also um die 200 Parsec, und hier sind nochmal die Fehler angegeben. Das heißt, ja, und unsere Hoffnungen ruhen darauf, dass also Gaia, der Astrometriesatellit, der momentan unterwegs ist und also ja, fast 2 Milliarden Sterne oder sogar noch mehr am Himmel vermisst, allerdings Probleme hat mit den hellen Sternen, besonders mit den ganz hellen Sternen wie Beteigeuze. Aber man hofft daraus, dass da trotzdem was rauskommt, dass das nochmal zu einer Verbesserung führt. Aber trotzdem, das Grundproblem bleibt, das werde ich Ihnen gleich erläutern. Wir merken uns mal, 200 Parsec oder 650 Lichtjahre Entfernung mit einem Fehler von 20%. Eine wesentliche Sache ist, bei dieser Methode, der Stern muss möglichst punktförmig sein. Und das ist bei Beteigeuze das Problem. Beteigeuze ist nämlich so riesengroß, dass er trotz dieser wahnsinnigen Entfernung durch die Teleskope, durch große Teleskope, als Scheibe aufgelöst werden kann. Das ist also der erste Stern, den man als Scheibe hat sichtbar machen können. Und die sogenannte Interferometrie-Messungen haben also 1920, also auch zu der Zeit, wo man die Parallaxe gemessen hat, ergeben, dass also der Winkeldurchmesser praktisch 42 bis 46 Millibogensekunden ist. Wir erinnern uns, wir haben ein Grad ist eingeteilt in 60 Bogenminuten, eine Bogenminute in 60 Bogensekunden und eine Bogensekunde nochmal in 1000 Millibogensekunden, also ein extrem kleiner Winkel. Ja, und wenn ich jetzt also sage, hier 0,04 ungefähr ist also der Durchmesser, dann gehen wir nochmal zurück zu der Entfernung, sagen wir also 200 Parsec. 200 Parsec bedeutet, dass also der Winkel, um den der Stern schwankt, 5 Millibogensekunden ist. Das heißt also, er ist also so groß, der Stern, jetzt sagen wir übertrieben am Himmel, so groß und schwankt aber nur so ein bisschen hin und her. Und wir werden gleich sehen, dass es ganz schwierig ist, festzumachen, wo ist denn eigentlich die Mitte des Sternes, die ich also mit dieser Interferometrie-Methode messen möchte, mit der Parallaxenmethode. Ja, also spätere Messungen zeigten, der ist also ungefähr 40 bis 65 Millibogensekunden lang. Und 1997, nachdem also das Hubble-Teleskop im Orbit war, hat man also auch Beteigeuze fotografiert. Und hier sieht man also dieses Ungetüm von Sternen, das man also sogar als Scheibe auflösen kann. Ja, aber nun entsteht die nächste Frage, wo ist denn hier eigentlich die Grenze? Na, also wo ist die Photosphäre? Wo fängt der Stern an? Wo hört er auf? Man kann abschätzen, dass die Dichte der Atmosphäre da draußen ungefähr ein 10 Millionstel oder ein 50 Millionstel der Dichte der Erdatmosphäre hier in diesem Raum ist. Sie wissen, wie dicht die Erdatmosphäre, also die Atmosphäre ist. Was wiegt ein Liter Luft? Was wiegt ein Liter Wasser? Wiegt ein Kilogramm. Ein Liter Luft wiegt 1,3 Gramm. Ja, also wenn Sie das hochrechnen hier in diesem Raum, 4 Meter hoch, 8 Meter breit, 12 Meter lang, kommen Sie auf ungefähr eine halbe Tonne Luft hier drin. Denkt man nicht, ne? So. Aber wir empfinden das ja als ja, für uns normal und wissen, dass nach oben zu in der Hochatmosphäre die Luft immer dünner wird. Deswegen können wir nicht beliebig hoch mit den Flugzeugen fliegen. Und wenn wir das vergleichen mit der Dichte des Randes von Beteigeuze, dann kommen wir drauf, die Atmosphäre von Beteigeuze ist so dünn wie bei uns in ungefähr 100 Kilometern Höhe. Also extrem dünn. Und da ist es natürlich schwierig zu sagen, also hier sozusagen, das ist ja keine scharfe Grenze, das ist ja ein Gas, was also so ein bisschen in das Weltall hinaus diffundiert. Man kann auch eine zweite Betrachtung machen, das ist die der Anziehungskraft oder der Beschleunigung. Wir wissen hier, unsere Anziehungskraft hält uns auf der Erde, die Erdbeschleunigung ist ungefähr 10 Meter pro Quadratsekunde. Auf der Sonne sind es ungefähr 275 Meter pro Quadratsekunde. Auf Beteigeuze ist es nur 0,15.
Meter pro Quadratsekunde. Und wenn da ein Gas ein bisschen in Wallung ist, das schießt auch mal drüber hinaus. Also so genau kann man eigentlich gar nicht sagen, wie groß Beteiligeuze ist. Und das macht es eben schwierig, die Entfernung zu messen. Die Frage ist ja dann nach der tatsächlichen Größe. Also die Unsicherheit der Entfernung waren 20%. Die Unsicherheit des scheinbaren Durchmessers liegt bei 20-50%. Das heißt also, irgendwas zwischen 500 und ein bisschen mehr als 1000 Sonnenradien wird schon stimmen. Genauer wissen wir es streng genommen nicht. Können wir nur vermuten. Ja, und das so heißt, so ein Riesenstern, das ist also ein sogenannter Überriese. Wir merken uns mal, damit wir besser rechnen können, ungefähr 1000 Mal so groß wie die Sonne. Dann hat man festgestellt, dass also Beteiligeuze eine variable Gestalt hat. Das sind Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop. Man sieht also hier die Scheibe von Beteiligeuze mehr oder weniger gut aufgelöst. Aber was auffällt ist, mal ist der hellste Fleck mehr hier links oben, so wie hier. Dann ist er mal so ein bisschen rechts, hier ist er mal links unten. Also offenbar tut sich da etwas. Und das macht es natürlich auch für so eine Messung der Parallaxe schwierig, wenn der Stern selber nicht so richtig weiß, wo das Zentrum oder wo der hellste Fleck ist. Dann ergeben sich natürlich große Messfehler. Ja, und diese variable Gestalt kann man auch modellieren. Da habe ich jetzt gleich zwei schöne Filme, die ich kurz vorher erklären möchte. Das eine hier links, also sind Modellrechnungen von Freitag und Kollegen in Uppsala in Schweden gemacht worden. Das ist einmal eine Dichtdarstellung, allerdings in logarithmischer Größe. Also was hier hell dargestellt ist, ist hohe Dichte. Was hier schwach dargestellt ist, ist eine geringe Dichte. Wobei von hell bis dunkel unterscheidet sich das um viele, viele Zehnerpotenzen. Also so würde man das nie sehen. Sehen stattdessen würde man in etwa so etwas wie das hier. Das ist die Intensität der Ausstrahlung. Man sieht also Bereiche, die sehr hell strahlen. Das kommt ja dem nahe, was das Hubble-Teleskop sieht. Und Bereiche, die dunkel sind. Und dieses Wallen der äußeren Schichten, die Konvektionsblasen im äußeren Stern, das ist also hier dargestellt. So, und das möchte ich kurz zeigen. So, das ist also hier. Man beachte, dass das natürlich ein Zeitraffer ist. Hier oben laufen die Jahre hindurch. Ne? Also ein Monat, also sag mal pro Sekunde ist das also ungefähr 2 Monate. Das geht also bei Weitem nicht so schnell. Also im Inneren wird die Energie umgewandelt und nach außen transportiert. Und weil das so extreme Energieflüsse sind, ist der beste Energietransport durch Konvektion. Na, also der Stern selber hat ungefähr diesen Radius, aber das schießt halt immer mal darüber hinaus. So ungefähr, hier halt nur im Zeitraffer dargestellt, könnte man sich das auch bei Beteiligeuze vorstellen. Ja, aber so sieht man es nicht, das ist nur sozusagen eine künstliche Darstellung der Dichte. Das ist also die Helligkeitsdarstellung. Also auch zu beachten hier, das ist ein Zeitraffer. Ne? Sie sehen also, ein Jahr dauert vielleicht 5 Sekunden. Ja, und solche Konvektionen sind also typisch für solche Riesensterne, die in den äußeren Schichten eben eine sehr geringe Dichte haben und sich da also verschiedene Moleküle dann auch bilden, die das verdunkeln und so weiter. Auf den Punkt kommen wir gleich noch zurück. Aktuell 2 Bilder von der variablen Oberfläche, die jetzt also mit dem aktuellen Intensitätsverlust zu tun haben. Hier sind also 2 Aufnahmen von der ESO mit dem Very Large Telescope. Einmal vom Januar 2019, da ist also Beteiligeuze relativ homogen beleuchtet, also in der Mitte am hellsten, zum Rande hin so ein typischer Mitte-Randabfall, weil wir vom Rand hin ja praktisch von der Seite auf die Schichten schauen.
Und diese Symmetrie ist also ganz offensichtlich im Dezember gestört gewesen. Ja, also man sieht, dass also sich das von dieser, vom Mittelpunkt der Scheibe hier nach außen verlagert hat und dass es also hier viel dunkler ist. Was das nun bedeutet, ob das also der Stern selber praktisch hier so eine riesengroße Blase ausstößt, die hell ist und hier halt gerade das runtersinkt und dunkel ist, oder ob sich da etwas davor geschoben hat, was das verdunkelt, das wissen wir nicht. Ja, um nochmal auf die Größe zurückzukommen, hier ist ein Vergleich, Betelgeuse hier nochmal schön künstlerisch dargestellt, an die Stelle unserer Sonne gesetzt, vom Größenvergleich. Wir haben also hier eine Skala angegeben, 0, 5, 10, 15 und so weiter, das sind die astronomischen Einheiten. Und wenn wir also normalerweise, hier ist die Sonne zu sehen, die würde also hier stehen, und in dem Abstand sind also hier Merkur, Venus, Erde, Mars, die würden also komplett verschwinden, wenn Betelgeuse anstelle unserer Sonne stünde. Und hier bei 5 astronomischen Einheiten haben wir den Jupiter. Also man kann sagen, Pi mal Daumen, mit 1000 Sonnenradien Größe reicht also der Durchmesser von Betelgeuse praktisch bis zur Jupiterbahn. Also Jupiter würde vielleicht gerade noch mit verschlungen werden oder gerade nicht mehr. So riesengroß wäre ist also Betelgeuse. Ja, was wissen wir noch über Betelgeuse? Die Temperatur. In den vergangenen Jahren ist sie also verschiedentlich gemessen worden und liegt bei ja, um 3.500 Grad plus minus 200 Grad. Und in den letzten Wochen, das hatte ich schon erwähnt, ist es also ungefähr 150 Grad kühler geworden, Betelgeuse, was man im Spektrum sehen kann. Momentan also etwa bei diesem Wert. Was wissen wir noch? Wenn wir also den Radius kennen und die Temperatur kennen, dann können wir die Leuchtkraft ausrechnen. Da gibt es das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das heißt, die Leuchtkraft ist also die leuchtende Fläche einer Kugel meinetwegen, plus eine Konstante mal T hoch 4. Das T hoch 4-Gesetz kommt ja häufig vor. Das heißt, jeder Körper strahlt entsprechend seiner eigenen Temperatur. Also wir tun das auch. Wir sind ja ungefähr 300 Kelvin heiß. Ist nicht so heiß wie Betelgeuse, aber man würde das sehen. Im Infraroten strahlen wir bei ungefähr 10 Mikrometer Wellenlänge. Wenn aber ein Körper viel heißer ist, eben ein paar tausend Grad, und das geht mit der vierten Potenz, dann strahlt das schon ganz ordentlich ab. Und parallel auch mit der Oberfläche. So, und wenn wir jetzt also ausrechnen, die Oberfläche einer Kugel ist also 4π mal Radius zum Quadrat, kommen wir also auf diese Formel. Kb ist die sogenannte Boltzmann-Konstante. Und wenn man das ausrechnet, je nachdem, welche Zahlen man jetzt nimmt, kommt man ungefähr auf diesen Wertebereich, also um 100.000 Sonnenleuchtkräfte. Also es ist schon ordentlicher. Ja, und wichtig ist, darauf kommen wir gleich noch genau zu sprechen, aus dieser Leuchtkraft lässt sich die Masse abschätzen. Warum? Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Leuchtkraft und der Masse. Das heißt also, die Leuchtkraft im Verhältnis zur Sonnenleuchtkraft verhält sich wie die Massenverhältnisse hoch 3,5. Also praktisch hoch 7 und dann die Wurzel rausgezogen. Ja, und das habe ich hier mal geplottet. Das ist, hier haben wir also die Masse des Sternes dargestellt in Sonnenmassen und hier die Leuchtkraft. Und diese Funktion gibt gerade diese rote Linie und hier würde also die Sonne stehen. Also bei einer Sonnenmasse eine Sonnenleuchtkraft. So, und wenn wir jetzt hier rübergehen, in welchem Bereich, eigentlich ist ja noch mehr, sich also Betelgeuse bewegt. Ich habe jetzt also mal zwei Bereiche hier eingemalt. Kommen wir also, das ist also der Wert, den man im Moment annimmt, auf ungefähr 10 bis 20 Sonnenmassen. Warum ist das so ungenau? Nun, wenn Betelgeuse in einem Doppelsternsystem sich bewegen würde, also sich umkreisen würde mit einem anderen Stern, dann wäre die Situation besser. Dann könnten wir aus Umlaufgeschwindigkeit, aus Abstand ermitteln, wie schwer die beiden Sterne ungefähr sind. Aber das ist leider nicht der Fall. Das heißt, wir müssen über die Leuchtkraft gehen. Und die Abschätzung aus der Leuchtkraft ist möglich, eben sehr ungenau. Früher dachte man, naja, irgendwas zwischen 5 und 30 Sonnenmassen. Und der heutige Wert, ich sage das schon, liegt also irgendwie zwischen 10 und 20. Also wir merken uns, ungefähr 20 mal so schwer wie die Sonne. Ganz wichtig ist zu erwähnen, dass die Lebenserwartung eines Sternes mit seiner Masse skaliert.
und zwar nicht linear. Ich glaube, es ist schon einige Male hier genannt worden, die Lebenserwartung unserer Sonne, also Lebenserwartung heißt von der Entstehung aus einer Wolke bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ein weißer Zwerg werden wird, sind ungefähr 10 Milliarden Jahre. Das ist diese Größe, 10 Milliarden Jahre. Und nun könnte man sagen, okay, wenn die Sonne oder wenn der Stern doppelt so schwer ist und er verbraucht mehr Ressourcen, wird er vielleicht bloß halb so alt, 5 Milliarden Jahre. Und wenn er 10-mal so schwer ist, ein Zehntel so alt. Aber so ist es leider nicht, sondern mit der Potenz hoch minus 2,5 skaliert das. Das heißt also, je schwerer ein Stern ist, umso deutlich geringer ist seine Lebenserwartung. Und das hängt damit zusammen, je schwerer er ist, umso gravierender, umso fulminanter laufen die Kernfusionsvorgänge im Inneren ab, umso mehr Energie verpulvert er in immer kürzerer Zeit. Das ist also sozusagen ein Lebemann. Je schwerer, desto mehr geht er durch. Und deswegen haben die so eine geringe Lebenserwartung. Also geringe Lebenserwartung heißt ein paar Millionen Jahre. Ja, also auch wenn wir hier jetzt Beta-Golze wieder mit 10 bis 20 Sonnenmassen einzeichnen, kommen wir also mit dieser einfachen Kurve auf irgendwas zwischen 5 und 30 Millionen Jahre. Gut, also, was wir über Beta-Golze wissen, wir können aus der Leuchtkraft abschätzen, noch mit anderen Rechnungen etwa 8 bis 10 Millionen Jahre. Der wahrscheinlichste Wert, den man heute so annimmt, sind etwa 8,5 Millionen Jahre alt. Relativ jung, oder? Also eigentlich für seine Größe ist es ein alter Stern, aber verglichen mit unserer Sonne ist es natürlich, hat es überhaupt kein Alter. Unsere Sonne ist schon 4,5 Milliarden Jahre alt. Was wissen wir über die Herkunft von Beta-Golze? Irgendwo muss sich ja dieser Riesenstern gebildet haben. Wir wissen, solche Sterne bilden sich in riesengroßen Staub- und Gaswolken. Und die Frage ist, wo kommt er eigentlich her? Wenn der nur 8,5 Millionen Jahre alt ist, dann kann das gar nicht so weit weg sein, dort, wo er sich gebildet hat. Es ist schon eine Zeit, 8 Millionen Jahre, aber man könnte sozusagen aus der Eigenbewegung, man kann also messen, in welche Richtung im Raum bewegt sich Beta-Golze und dann einfach zurückrechnen, wo ist er hergekommen. Und wenn man das einfach naiv macht, also das sind mit der Raumgeschwindigkeit, die er hat, hat er also seit seiner Geburt, also seit 8,5 Millionen Jahren, ungefähr 290 Parsec zurückgelegt. Also ungefähr 600 Lichtjahre. Ja, wenn man jetzt ausrechnet, wo landet man da? Da ist aber gar kein Sternentstehungsgebiet. Wo kommt er dann her? Ja, also die Rückprojektion endet nicht in einem Sternentstehungsgebiet. Und da gibt es jetzt zwei Varianten der Erklärung. Die eine ist, hier haben wir nochmal das Sternbild Orion. Also hier Beta-Golze, Bellatrix, die Gürtelsterne. Und im Orion, da gibt es so verschiedene Objekte und verschiedene Regionen, in denen also Sterne vor nicht allzu langer Zeit, also vor einigen Millionen oder 10 Millionen Jahren entstanden sind. Das sind sogenannte OB-Assoziationen. OB bedeutet, es sind Sterne der Spektralklasse O und B, also heiße Sterne. Und man vermutet, dass er vielleicht aus dieser Richtung gekommen ist, wobei das aber nicht mit seiner Raumrichtung übereinstimmt. Und deswegen vermutet man, dass tatsächlich früher Beta-Golze ein Doppelstern war, mit einem noch schwereren Stern kombiniert. Und noch schwerer bedeutet noch geringere Lebenserwartung. Und wenn sich also zwei Sterne einander umkreisen und der eine explodiert und stößt viel Masse ab, solange sich diese Masse noch sozusagen innerhalb des Abstandes zwischen den beiden Sternen befindet, merkt der andere noch nichts. Aber sobald die Masse darüber hinausgeht, spürt er plötzlich, hoppla, der ist ja weg. Da gibt es keine Kraft mehr, die ihn hält. Und dann saust also Beta-Golze als Begleiterstern nicht mehr mit dem anderen um einen gemeinsamen Schwerpunkt, sondern plötzlich irgendwie durch den Raum. Und dieser Kick in dem Moment, wo diese Explosion statt ist, das ist natürlich erratisch. Das kann mal da lang, irgendwo hin sein. Und so könnte es gewesen sein, das würde erklären, dass also Beta-Golze aus einer Richtung zu uns kommt, aus der in Verlängerung gar kein Sternentstehungsgebiet vorhanden ist. Inzwischen gibt es noch eine zweite These, das ist also eine andere Assoziation in Richtung Stier, also weiter hier oben gewesen sein könnte. Wissen wir nicht genau. Ja, was noch wichtig ist zu erwähnen, Beta-Golze ist also
zunächst, wir haben es ja vorhin gesehen in diesen Simulationen, also die Oberfläche ist also sehr diffus und Wald irgendwie und stößt also Gas nach außen ab. Das sind also pro Million Jahre ungefähr eine Sonnenmasse oder mehrere Sonnenmassen. Also ständig wird was nach außen geblasen. Und hier ist also nochmal eine Aufnahme wieder von der ESO mit dem Very Large Teleskop im infraroten Bereich. Hier sieht man also diese kleine Scheibe hier, das ist also die Betelgeuse eigentlich. Dann ist das also abgedeckt hier und hier ringsrum hat man also Strukturen gefunden, die nahelegen, dass es also um Betelgeuse herum verschiedene Hüllen gibt. Also es gibt die sogenannte Mohlsphäre, also eine Sphäre, eine Kugelschale drumherum, in dem also viele Moleküle zu finden sind. Dann haben wir eine Gashülle, eine Chromosphäre, also wo die Temperatur erst sinkt, dann wieder steigt, eine Staubhülle und weiter draußen auch noch, wo also Kohlenmonoxid zu finden ist. Also praktisch verschiedene Moleküle, die sich also, wenn es draußen kühler wird, bilden können, weil es dort nicht mehr so heiß ist. Jetzt wollen wir nochmal beleuchten. Wir haben also gesehen, was wir über Betelgeuse wissen, ungefähr jedenfalls, und was das bedeutet hinsichtlich des Schicksals von Betelgeuse. Nun will ich jetzt gar nicht groß ausufern in die Sternentwicklung, das wäre ein eigenes Thema und auch ein Vortrag über Supernovae müsste hier mal wieder gehalten werden, wäre also das Ganze noch genauer beleuchtet, aber ich will es nur so ungefähr skizzieren, was mit Betelgeuse passieren muss und was wir dann ungefähr erwarten können. Hier haben wir eines der Standarddiagramme in der Astronomie für die Untersuchung von Sternen. Das ist das sogenannte Herzsprung-Russell-Diagramm. Aufgetragen ist hier die Temperatur, wobei also die großen Werte links sind, die kleinen rechts und nach oben die Leuchtkraft. Auch in logarithmischen Einheiten. Also hier unten 10.000stel, 100stel, eine Sonnenleuchtkraft, 100 mal, 100.000 mal. Und hier sind eingezeichnet als Punkte alle Sterne der Sonnenumgebung. Und da sehen wir, die meisten Sterne gruppieren sich hier so entlang dieses Pfades. Das ist die sogenannte Hauptreihe. Aber Betelgeuse ist hier gar nicht dabei, weil Betelgeuse nicht zur unmittelbaren Sonnenumgebung zählt. Wir können aber das Diagramm noch mal etwas anders malen, wenn wir die hellsten Sterne am Himmel mal einzeichnen. Und da taucht natürlich Betelgeuse auf, da liegt Betelgeuse hier oben. Das heißt also, hier in diesem Diagramm ist es also mit ja, irgendwie 10.000 Sonnenleuchtkräften, wahrscheinlich ist es noch viel weiter oben, eingezeichnet worden bei 3.000, bisschen mehr als 3.000 Grad Temperatur. Hier steht die Sonne bei 1 und bei 6.000 Grad ungefähr. Und was man hier auch noch sieht, sind diese schrägen Linien eingezeichnet, das sind die Sonnenradien. Wir erinnern uns vorhin an die Formel, ich kann also aus Sternradius und Temperatur die Leuchtkraft ausrechnen. Das ist also ein eindeutiger Zusammenhang. Also verschiedene Sternradien, hier auch nochmal logarithmisch, also ein Zehntel, 1, 10 mal 100 Sonnenradien, sind solche Linien eingezeichnet. In diesem Diagramm, was ich gerade zeigte, können wir also werden wir nachher sehen, die Entwicklung eines Sternes verfolgen. Und was passiert eigentlich im Inneren eines Sternes? Im Inneren eines jeden Sternes gibt es ein Kräftegleichgewicht. Wir haben einmal die Gravitation, die presst den Stern zusammen und er würde sozusagen komplett verschwinden, kollabieren bis ins Nichts, wenn es nicht eine Gegenkraft gäbe. Und diese Gegenkraft ist der Gasdruck dieses heißen Gases aus dem Inneren. Und das ist bei den normalen Sternen wie unsere Sonne an jeder Stelle schön im Gleichgewicht. Wenn das nicht so wäre, müsste es sich ausdehnen oder zusammenfallen. Ist eine ganz einfache Betrachtung des Kräftegleichgewichtes. Ja, also es gibt ein Kräftegleichgewicht und damit also dieser Gasdruck aufrechterhalten werden kann, brauchen wir irgendwoher Energie, weil so nach und nach wird die Energie außen in den Raum abgegeben. Sie muss also irgendwo von drinnen nachkommen. Ja, und diese Energieumwandlung passiert durch Fusion von leichten Atomkernen zu schweren Atomkernen. Und warum geht das? Weil die sogenannte Bindungsenergie je Nukleon für leichte Kerne höher ist als für schwere Kerne. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn sich zwei leichte Kerne, also zwei Wasserstoffatome, das sind ja Protonen, sind beide positiv geladen. Die können sich also nicht berühren, sie stoßen sich ab aufgrund der elektrischen Ladung.
Das heißt, sie müssen sich schon mit einer ordentlichen Geschwindigkeit aufeinander zubewegen, damit sie sich so nah kommen, dass plötzlich andere Kräfte, die starke Kernkraft wirkt, und sie sich verbinden. Und dann brauchen wir noch zwei weitere Protonen im Endeffekt, damit also ein Heliumkern daraus wird. Ist ein bisschen komplizierter, will ich aber nicht weiter darauf eingehen. Ja, und bei diesem Prozess hat die Masse des Heliumkerns ist geringer als die Summe der Masse der vier Protonen vorher. Und diese Bilanz, diese Massenbilanz, das ist die Energie, die frei wird. Das ist ungefähr so, wenn also zwei Leute nicht miteinander können und man sagt jetzt, also jetzt du mach doch mal irgend, also ich meine jetzt das nicht so, sondern einfach so, es können ja gute Freunde sein und wir holen dann immer mehr ran. Also wenn es nur zwei sind und die dann eigentlich nicht wollen, dann sind sie zusammen, dann sagen die, yeah, wunderbar, wir haben uns also gefunden. Und dieses yeah ist sozusagen die Energie, die freigesetzt wird. Jetzt kommt ein weiterer daher, dann sagen die, ja, da kommen wir mit rein und es wird, der Schrei ist schon nicht mehr ganz so laut. Und je größer diese Gruppe wird, umso geringer ist die Begeisterung, da so ein yeah auszustoßen, was also sozusagen die freigesetzte Energie ist. Und das endet, wenn wir 52 Leute haben. Dann sind wir nämlich bei Eisen. Ja, also hier Eisen 52. Wenn wir also, weil sich inzwischen einige Protonen zu Neutronen verwandelt haben. Das heißt also, solange die Atome leichter sind, wird, wenn sie fusionieren, immer Energie frei bis hin zu Eisen. Wenn man schwere Elemente erzeugen will, muss man Energie hineinstecken. Ja, und das bedeutet, am Anfang haben wir einen Stern, der steht im Wesentlichen aus Wasserstoff. Das ist also das, was sozusagen im Urknall gebildet wurde und in größter Zahl im Weltall überall vorhanden ist. Eine riesengroße Kugel aus Wasserstoff und im Inneren ist die Temperatur so hoch und der Druck so hoch, dass also Wasserstoff zu Helium fusioniert. Das heißt also, irgendwann haben wir da drin eine Heliumasche. Also es wird also immer mehr Helium im Inneren gebildet. Und das passiert, indem also unterm Strich vier Protonen sich vereinigen und dabei wird also Energie frei, das ist die, die dann langsam nach außen driftet. Dabei werden Positronen frei, das sind also quasi positiv geladene Elektronen, die annihilieren dann recht schnell mit den Elektronen, die es natürlich auch dort gibt, denn die Protonen bringen ja eigentlich die Elektronen noch mit, das war ja vorher neutraler Wasserstoff. Und dann fliegen noch also zwei Antineutrinos weg und fertig ist der Heliumkern am Ende. Es ist ein bisschen komplizierter, wie gesagt. So, da diese Energie, das ist die, die unserer Sonne das Leuchten beschert und uns die Energie auf der Erde. Wie geht das weiter? Wenn das Helium drin, also wenn der Wasserstoff erschöpft ist, ist es zu Helium, dann geht es nicht sofort weiter. Es müssen also neue Bedingungen herrschen. Der Kern muss sich so stark komprimieren, die Temperatur muss so hoch steigen, damit dort also der nächste Prozess zündet. Das ist dann das Heliumbrennen. Da wird also Helium zu Kohlenstoff im sogenannten Triple-Alpha-Prozess fusioniert. Alpha, Sie erinnern sich vielleicht an die Schule, es gab Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen. Alpha-Strahlen oder Alpha-Teilchen, das sind die Heliumkerne. Beta sind die Elektronen und Gamma ist wirklich elektromagnetische Strahlung, also harte Lichtstrahlung. Ja, also drei solche Alpha-Teilchen vereinigen sich, bilden Kohlenstoff und Energie wird frei. Ja, und dann haben wir also in so einem nach geraumer Zeit zündet also das Heliumbrennen, ist auch wieder kompliziert, es gäbe noch viel mehr zu sagen. Dann haben wir also hier drinnen sozusagen, also hier außen ist Wasserstoff, dann wird also Wasserstoff zu Helium, dann haben wir Helium und dann schließlich hier drinnen Kohlenstoff. Ein riesengroßer Stern, wir sehen es hier, 100 Sonnenradien ungefähr, aber nur ganz klein das Zentrum, in dem wirklich was passiert. Ja, und das sieht dann in diesem Diagramm so aus, wenn wir also einen Stern wie unsere Sonne haben, der bläht und diese einzelnen Stationen des Kernbrennens da immer weitergehen, dann wandert sozusagen der Stern in diesem Diagramm nach hier oben. Wandern heißt, der ist natürlich nicht wirklich unterwegs, sondern das bedeutet, er wird von der Temperatur her kühler und heller und größer. Ja, deswegen landet er hier oben. So, dann geht das hier ein bisschen hin und her, brauche ich auch nicht zu erklären jetzt. Ein sonnenähnlicher Stern schließlich endet er als planetarischer Nebel, stößt also die Atmosphäre ab und zurück bleibt ein weißer Zwerg,
der findet sich in einem Diagramm hier unten wieder. Aber uns interessiert ja nicht diese leichten Sterne wie unsere Sonne, uns interessieren die schweren Sterne wie Beteigeuze. Und bei denen geht diese Fusion weiter. Bei denen wird also hier drinnen, hier haben wir also Wasserstoff, dann Helium, Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon, Magnesium, Silizium, bis wir hier drinnen Eisen haben. Wir hatten es vorhin an dieser Kurve gesehen, bei Eisen ist irgendwie Schluss. Mehr geht erstmal nicht. Ja, also diese ganze Kette hier, also praktisch hier haben wir verschiedene Atomkerne, Silizium, Schwefel, Argon und so weiter bis Eisen. Und jedes Mal kommt sozusagen ein Heliumkern dazu und es wird also immer schwerer. Und wo kommen diese ganzen Heliumkerne her? Die kommen unter anderem dadurch her, dass die Energie der Photonen, das ist ja unwahrscheinlich heiß da drin, also mehrere Milliarden Grad heiß. Und bei dieser Hitze sind also die Photonen derart energiereich, dass sie, wenn sie auf so einen Kern treffen, ihn auch wieder zerstören. Das heißt also, hier an dem Beispiel, wenn so ein extrem energiereiches Photon auf einen Siliziumkern stößt und den zerstört, dann werden da also eine ganze Reihe von Heliumkernen raus. Die werden dann woanders wieder eingebaut. Also sozusagen ein ziemliches Hin- und Hergewusel da drin in so einem Sterninneren. Ein ganz kleinen Teil des Sternes eigentlich nur. Ja, und hier haben wir mal aufgelistet, wie lange denn diese einzelnen Phasen des Brennens dauern. Denn die müssen ja nacheinander zünden, damit der Stern immer noch wieder Energie bekommt, damit er aufrechterhalten bleibt, damit er nicht zusammenstürzt. Und das geht dann immer in immer kürzeren, also das endet nicht gut sozusagen. Am Anfang haben wir also Wasserstoff zu Helium. Hier haben wir dann ungefähr die Temperatur in Millionen Grad. Hier ist die Dichte, das ist also noch moderat, 6 Gramm pro Kubikzentimeter, nicht mehr so schwer wie Eisen. Aber das dauert 10 Millionen Jahre, Pi mal Daumen. So, und wenn das erschöpft ist da drin und das Kohlenstoffbrennen geht los, das Heliumbrennen zu Kohlenstoff, das dauert nur noch 1 Million Jahre. Und wir sehen, jedes weiter, das wird immer kürzer. 10.000, 10 Jahre, 5 Jahre und zum Schluss nur noch eine Woche. Hier nochmal in diesem Diagramm das dargestellt. Das war also hier für eine Sonnenmasse, wie unsere Sonne, die geht hier hoch. Und bei den schwereren Sternen, die haben hier also, legen hier so verschiedene Wege. Es geht mal ein bisschen heißer und wieder kühler hin und her, je nachdem, wann diese einzelnen Stufen dieses Brennens von immer schweren Elementen zünden. Dann dehnt sich mal der Stern aus, schrumpft er wieder zusammen. Das ist also ganz typisch für diese Entwicklung. Und dann, was passiert, wenn kein Brennstoff mehr da ist? Dann drücken die Schalen, das, was draußen drauf ist, das drückt so stark, dass es keine Kraft mehr gibt zunächst, die der widerstehen kann. Das heißt, der ganze Kern kollabiert. Das ist hier mal dargestellt. Also ein Kernbereich von, also wirklich winzig. Wir haben ja einen Stern, wie gesagt, 1000-mal so groß wie unsere Sonne. Und im Inneren 8000 Kilometer. Das ist also ein bisschen kleiner als die Erde. Dieser Bereich, der schrumpft innerhalb, also weniger als einer Sekunde, schrumpft der zusammen auf 20 Kilometer. Und was passiert da? Zum einen, wie gesagt, wir haben in diesem Gas, das ist also hier dieser sogenannte Proto-Neutronenstern. Es bildet sich also ein Neutronenstern da drin. Und der Neutronenstern bildet sich deshalb, weil wir haben also diese Atomkerne. Die Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Und wir haben noch jede Menge Elektronen, die da rumwuseln. Und sozusagen die Elektronen werden durch extrem hohe Temperatur und Dichte, die dort herrschen, werden sozusagen in die Atomkerne gedrückt und reagieren mit den Protonen. Und dann haben wir solche Reaktionen, also Proton plus Elektron wird zu einem Neutron. Das heißt also, alle Atomkerne da drin werden neutronisiert. Und rauskommt also eben das Neutron und ein Neutrino. Das heißt also, dieser Bereich hier ist eine extrem starke Neutrino-Quelle. Wir sehen dann gleich noch, welche Energiemengen dabei frei werden. Und nun wissen wir ja, habt ihr vielleicht der ein oder andere schon gehört, Neutrinos sind die Teilchen, die überall durchgehen, so als wären wir gar nicht da. Ja, also die Sonne produziert auch solche Neutrinos durch die Kernfusion
Und da gehen also ja, Milliarden von uns pro Sekunde durch uns durch, ohne dass wir etwas merken. Und nun gibt es aber seit einiger Zeit Neutrino-Detektoren, hatten wir auch schon Vorträge hier gehabt, mit denen man die messen kann, also wenn man das also ganz geschickt anstellt. So, das heißt also, aus dieser Zone werden also viele Neutrinos frei. Und man könnte jetzt denken, okay, die hauen jetzt also erstmal schnell hier ab. Aber Pustekuchen. Ringsrum um diesen Protoneutronenstern gibt es so einen Bereich, eine Art Übergangszone, in denen ist die Materie noch so dicht, dass die Neutrinos dort erstmal noch stecken bleiben und weitere Prozesse, also praktisch aus den Neutronen wieder Protonen und Elektronen machen. Was dazu führt, dass die Neutrinos, also wie gesagt, das kollabiert innerhalb einer Sekunde und dann werden die Neutrinos frei und 8000 Kilometer oder 20 Kilometer Durchmesser ist eigentlich für ein Neutrino, was sich also fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, überhaupt keine Strecke. Aber die Neutrinos bleiben hier draußen stecken, sie reagieren noch, das verzögert sich das Ganze also. Das heißt, dieser ganze Ausbruch im Neutrino-Licht sozusagen dauert etwas länger. Ja, und dann noch weiter draußen, hier stürzt ja sozusagen der Stern, die äußeren Schichten stützen darauf ein und die Energie hier draußen, hier drin, die will raus. Und deswegen gibt es hier eine Art Schockzone, eine Schockfront, an der das erstmal stehen bleibt. Das heißt, das, was also draußen runterregnet, wird dort abgebremst. Und nachdem das also abgebremst worden ist, dann wandert diese Schockzone nach draußen und es zerreißt den ganzen Stern. Also die Expansion dieser Schockfront nach draußen bewirkt, dass also der Stern zerrissen wird, mit Ausnahme des Kerns, der ist also stabil. Ja, und dann haben wir also typische Energiefreisetzungen von einer Supernova, 10 hoch 46 Joule oder 10 hoch 46 Wattsekunden, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Wir können uns aber trotzdem ein paar Sachen merken bei so einer Supernova. Und zwar, das meiste davon, 10 hoch 46, das ist jetzt die gleiche Zahl, aber Sie werden gleich sehen, das ist also 10 hoch 46 minus ein bisschen. Das meiste davon an dieser Energie wird in Form von Neutrinos abgestrahlt. Die werden zwar zunächst mal bleiben ein bisschen stecken, 10 Sekunden lang, und dann geht es aber raus. Und dann wird viel Energie in diese expandierende Hülle, in die Explosionsbewegung reingesteckt. Das ist dann ungefähr nur noch ein Hundertstel von dem. Und das, was wir sehen als Supernova, ist nochmal ein Hundertstel dieser Bewegungsenergie. Also in Licht werden nur 10 hoch 42 Joule freigesetzt. Man kann sich also merken, das Verhältnis von 10.000 zu 100 zu 1 ist sozusagen die Energie, die durch die Neutrinos, durch die kinetische Energie und durch das Licht freigesetzt wird. Also im Wesentlichen kommen dort Neutrinos raus. Im Übrigen ist das eine so markante Größe hier, diese 10 hoch 44 Joule, dass Hans Bethe, ein ganz berühmter Physiker gewesen, also ein Deutscher, der nach Amerika gegangen ist, dass er mal eine eigene Energieeinheit vorgeschlagen hat, und zwar das Fo. Fo bedeutet im Englischen auch Feind. Und Fo kommt dadurch zustande, 10 to the power of 51 erg. Also 10 hoch 51 erg. Erg ist eine andere Energieeinheit. Ja, also bei Joule steckt da drin, ein Joule oder eine Wattsekunde ist ein Kilogramm Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat. Und wenn ich das Kilogramm und die Meter in Zentimeter und in Gramm umrechne, kommt hier gerade 10 hoch 7 raus. Ja, zum Vergleich mal, also der Weltenergiebedarf, also der gesamte Primärenergiebedarf so ungefähr, liegt also pro Jahr bei ungefähr 5 mal 10 hoch 20. Also 5 mal 10 hoch 20 und hier haben wir also, wenn wir das Licht allein nutzen könnten, haben wir schon 22 Größenordnungen auseinander. Deutschland ist ungefähr ein 30stel vom Weltenergiebedarf. Jetzt ist die Frage, wann explodiert denn nun Beteiligeuze in einer Supernova? Wir wissen, dass es kommen muss. Die Frage ist nur, wann. Und die Faktenlage, haben wir gesehen, ist unsicher. Stark fehlerbehaftet. Das habe ich, glaube ich, dargestellt. Wir wissen also im Grunde nicht, in welchem Entwicklungszustand sich Beteiligeuze befindet. Also sozusagen, welches der Schalenbrennen der Brennen im Kern schon stattfinden und welche noch nicht gezündet haben. Die pessimistische Schätzung ist, wir müssen noch lange warten. 100.000 Jahre oder länger.
könnte sein, ist vielleicht sogar das Wahrscheinlichste, optimistisch ist heute noch. Es wäre ein tolles Feuerwerk am Himmel. Und also man muss natürlich auch im Klaren sein, wir sind jetzt darauf aufmerksam geworden, weil Beteigeuze dieses Minimum gerade zeigt. Und wahrscheinlich, das sieht jetzt fast so aus, als ob das erreicht ist und wieder bergauf geht. Also wieder heller wird Beteigeuze. Es heißt überhaupt nicht, dass wenn es wieder heller wird, dass dann die Chance, dass es morgen zur Supernova wird, geringer ist. Das kann jederzeit passieren. Ja, also der Rückkehr zur Normalhelligkeit, was besagt das? Gar nichts. Ja, und dann eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe nämlich eine kleine Simulation vorbereitet, die ich dann so gegen Ende jetzt noch zeigen möchte. Wenn Beteigeuze explodiert, wird sie richtig hell werden, so hell wie der Vollmond für ein paar Tage, sagen wir mal. Und danach fehlt sie dann komplett im Sternbild Orion oder was bleibt davon übrig? Sehen wir da noch was oder ist dort dann nichts mehr? Und da kann man eine GGA, eine ganz grobe Abschätzung machen. Wir haben etwa in der Richtung Beteigeuze, ein bisschen weiter nördlich, im Sternbild Stier befindet sich der Krebsnebel, der Krebsnebel. Das geht auf diese Supernova 1054 zurück, hatte ich vorhin schon erwähnt. Der steht in einer Entfernung von ungefähr 6000 Lichtjahren. Das heißt, es ist ungefähr 10-mal so weit, wie Beteigeuze von uns entfernt ist. Und dieser Explosionsnebel, der sich also praktisch jetzt über 1000 Jahre nach außen ausgedehnt hat, wenn man den durchs Fernrohr anschaut, hat er eine Helligkeit von etwa 8 ungefähr. Das bedeutet, mit einem guten Fernglas, auf jeden Fall bei uns mit unseren Fernrohren hier, kann man ihn sich anschauen. So, dadurch, also wenn das eine ähnliche Explosion ist, es ist nicht wirklich die ähnliche, denn diese Supernova war von einem leicht anderen Typ. Aber nehmen wir an, das ist ähnlich. Wir wollen jetzt bloß eine ganz grobe Abschätzung machen. Wenn also die Beteigeuze-Supernova stattfindet und aber in 10-mal kürzerer Entfernung ist, bedeutet das, dass die Helligkeit 100-mal heller, 100-mal stärker sein dürfte von diesem Fleck hier. Und das bedeutet, Faktor 100 sind in Magnituden ausgedrückt, wenn man das ausrechnet logarithmisch, 5 Größenklassen. Das heißt also, statt ein Fernglasobjekt oder ein Fernrohrobjekt hätten wir also ein Objekt, was ungefähr dritte, vierte Größe ist. Das heißt also, die Beteigeuze als rot leuchtender Stern ist dann wahrscheinlich weg, aber an seiner Stelle sehen wir ein Nebelfleckchen, was wir noch gut mit bloßem Auge erkennen können, was dann natürlich auch schwächer wird. Es dehnt sich immer weiter aus und wird insgesamt lichtschwächer, aber das dauert dann ein paar tausend Jahre. Ja, und das möchte ich mal kurz vorführen. Wenn heute Abend um 20 Uhr, es ist jetzt schon ein bisschen spät, habe mich ein bisschen verquatscht, um 20 Uhr die Beteigeuze explodiert, dann sehen wir sie also hier heller werden. Hier ist nochmal aufgetragen die Lichtkurve. So, das dauert ungefähr 2 Tage, dann ist sie fast am Maximum. Dann dauert es nochmal 2 Tage, das wird dann also ein bisschen abgebremst. Und schon sinkt sie wieder ab mit einer ganz charakteristischen Abfallsrate. Das hängt mit dem Zerfall radioaktiver Isotope zusammen. Darauf will ich aber jetzt nicht weiter eingehen. Dann wahrscheinlich steigt die Helligkeit noch mal ein bisschen an. Und zwar dann, wenn also die Explosionswolke diese äußeren Schalen, diese äußeren Hüllen treffen und die noch mal zum Leuchten anregen. Und schließlich fällt das dann also, Sie sehen, hier läuft dann die Zeit ein bisschen schneller, fällt das dann ab, Beteigeuze wird schwächer, ist auch nicht mehr rötlich. So, und dann ist also irgendwie so zweite Größe erreicht, schwächer als Betatrix und dann sinkt das weiter ab. Ich lasse jetzt hier mal die Zeit laufen bis Ende 2021 und dann geht es nochmal rasant 1000 Jahre in die Zukunft. Ja, also es ist jetzt schon schwächer geworden. So, und jetzt können wir dann unseren Urenkeln, Urenkeln empfehlen, da mal dran zu bleiben. Wir sehen also, hier war mal die Beteigeuze. Ganz verschwunden ist sie nicht, wahrscheinlich. Aber die Pracht des schönen Sternbilds Orion ist natürlich hin.
So, jetzt geht es wieder von vorn. Also das war sozusagen, hier ist Beteigeuze noch schön und jetzt geht das also los. Ja, also der Anstieg dann zur Maximalhelligkeit dauert dann immer noch ein bisschen. Nun muss ich sagen, wenn man ein Fernsehstudio hinter sich hat, die können natürlich noch viel dollere Grafik machen. Ne? Das überstrahlt dann alles und sieht ganz wunderbar aus. Aber so, wie das das Fernsehen darstellt, dass dann also irgendwelche Lichtblitze über den Himmel zucken, so wird es ja auch nicht sein. Das ist dann anders, toll dargestellt, aber auch nicht realistisch. Ich habe halt das Problem, heller als Bildschirmhelligkeit kann ich leider nicht darstellen. Deswegen ist also sozusagen der Ausweg, dann einen größeren Klecks zu malen. In Wirklichkeit erscheint die Beteigeuze, wenn sie hell leuchtet, natürlich nicht als so ein vollmondgroßer Kreis, wie der Vollmond ist. Ne? Also Vollmond hat ja eine Fläche mit der Helligkeit. Und da haben wir einen Punkt mit der Helligkeit. Ja, also die Analogie zum Kreppnebel. Vielleicht stimmt's. Vielleicht ist es auch im Detail, wahrscheinlich ist es im Detail ein bisschen anders. Also ob das doch ein bisschen heller oder schwächer ist, weiß wahrscheinlich keiner so genau. Nochmal jetzt zurück zu dem, was wir beobachten im Moment, dieses Minimum oder diese Verringerung der Helligkeit. Was steckt dahinter? Was sind die Ursachen? Nun, ich will da, bin da jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen. Wir haben vorhin gesehen in den Lichtkurven, dass es immer mal so ein bisschen rauf und runter ging. Da steckt also diese ungefähr 428 Tage Periode. Es ist keine strenge Periode, es ist eher so ein sogenannter Zyklus. Es dauert mal ein bisschen mehr, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Und es gibt noch einen 6-Tage-Zyklus. Und es könnte natürlich sein, dass sozusagen der kurze Zyklus immer rauf und runter geht und mit dem langen sich überlagert. Und wir sind gerade in so einem Minimum da unten. Aber so stark ist das nicht, dass es also das allein erklären würde. Ja, vielleicht ist es eine zufällige, besonders dramatische Konvektionsblase. Wir haben vorhin die Animation gesehen, die also gerade dafür sorgt, dass also eine Seite des Sterns besonders hell leuchtet, während die andere viel mehr verdunkelt wird, weil dort gerade nicht so viel Licht frei wird. Oder es ist eine Staubentwicklung in der Hülle um den Stern, wissen wir nicht. Oder es ist tatsächlich irgendwie eine Vorstufe zur Supernova. Wobei, da sagt die Theorie eigentlich was anderes. Eigentlich müsste der Stern, bevor er zur Supernova wird, viel, viel blauer werden. Also er müsste sozusagen heißer werden und dann explodieren. Aber die Natur verhält sich oft nicht so, wie es die Theoretiker vorhersagen. Das macht es ja interessant. Ja, und dann habe ich in einem Paper gelesen, also in Vorbereitung dieses Vortrages, was man alles über Beteigeuze weiß, eine interessante Sache eigentlich, und zwar, man weiß, dass Beteigeuze rotiert. Und wenn man jetzt ausrechnet, okay, wie ist ein Stern beschaffen, also ein Sternmodell beschaffen, was also nicht rotiert und was rotiert. Und wenn ich also in so ein Sternmodell die Rotation mit reinrechne, dann stimmt das mit dem, was wir beobachten, nicht überein. Das heißt, es gibt kein richtig passendes Sternmodell bei der beobachteten Rotationsgeschwindigkeit und den anderen Parametern, die wir kennen von Beteigeuze. Da passt irgendwas nicht zusammen. Und da haben die Autoren dieser Studie geäußert, wenn der Stern so schnell rotiert, also schneller als er eigentlich tun sollte, rotiert, wodurch kommt das zustande? Und möglicherweise, das ist wirklich pure Spekulation, aber vielleicht stimmt es ja, möglicherweise war Beteigeuze doch tatsächlich ein Doppelsternsystem. Ich meine nicht das vorhin, was ich erklärt hatte mit der Supernova. Ja, also das ist dann sozusagen ein Dreifachsystem. Dieser ganz massive Stern und dann Beteigeuze mit einem kleinen Begleiter. Und wenn die Beteigeuze als massiver Stern diese verschiedenen Phasen des Kernbrennens durchläuft, dann ändert sie ihren Radius. Das heißt, sie wird mal kleiner, mal größer. Und wenn sie sich aufbläht, könnte es natürlich sein, dass der nahe Begleitstern von ihr verschluckt wird. Und der würde natürlich dafür sorgen, dass also die Atmosphäre entsprechend mitgezogen wird mit dieser Rotation. Und dann würde das erklären, dass also die Rotationsgeschwindigkeit größer ist, als man es eigentlich annehmen sollte. Und das macht es natürlich, finde ich, wieder interessant.
Man stelle sich vor, also in den äußeren Atmosphärenschichten von Beta-Geuze kreist da für uns unsichtbar noch ein Stern und wirbelt das da durcheinander. Natürlich wird der gebremst. Das heißt, der spiralt auf den Kern von Beta-Geuze zu. Wie schnell, kann man abschätzen, aber wir wissen eigentlich gar nichts darüber. Ja, und dann gibt es natürlich vielleicht noch eine ganz andere Supernova. Also die Zustände vor der Explosion sind andere, als man bei sozusagen einfachen Einzelsternen annehmen würde. Ist aber, wie gesagt, eine Spekulation. Ja, und abschließend noch die Frage, die auch häufig gestellt wird, wenn die Beta-Geuze explodiert, droht uns da irgendwie Gefahr? Gehen wir mal das durch. Also, ich sagte vorhin schon, hell wie der Vollmond, aber punktförmig. Das müsste man direkt mal ausprobieren, wenn man sozusagen die Vollmondhelligkeit, also alle Photonen auf eine ganz kleine Fläche macht, ob das nicht blendet. Also es könnte blenden und dann sagt man, also wie man sagt, nicht in die Sonne gucken, nicht zur Beta-Geuze gucken, also zur Supernova-Explosion. Könnte sein. Dann gibt es durch dieses Ereignis Gravitationswellen. Die sind harmlos für uns, aber natürlich interessant für unsere Messgeräte, ein Ereignis quasi vor der Haustür zu haben. Die Neutrinos, die dabei frei werden, in unglaublicher Zahl, sind natürlich höchst interessant. Aber auch harmlos für uns. Aber das wäre natürlich der Hammer für die alle Neutrino-Detektoren, plötzlich. Ich meine, die Supernova in 1987a in der Magellanschen Wolke, die war ungefähr 100 Mal so weit entfernt, wie die Beta-Geuze ist. Das heißt, und da haben wir ungefähr 10 bis 20 Neutrinos detektiert auf der Welt. Jetzt haben wir bessere Empfänger und 100-fach näher. Das heißt also, wir würden ungefähr das 10.000-fache an Neutrinos sehen und vielleicht sogar noch mehr detektieren. Im Übrigen, wenn wir noch bessere Neutrino-Teleskope hätten, dann könnten wir direkt analysieren, welcher Neutrino-Strom kommt denn von der Beta-Geuze, und dann könnten wir herausfinden, in welchem Stadium, in welchem Kernbrennen sie sich befindet. Aber so gut sind wir noch nicht. Ja, dann gibt es sicherlich schnelle Staubteilchen, die mit der Explosionswolke in den Raum verstreut werden. Ist vermutlich harmlos, dauert aber auch einige hunderttausend Jahre, ehe die da sind, weil die sind ja viel langsamer, also mit einigen tausend Kilometern pro Sekunde unterwegs. Stichwort Gammastrahlen, das ist nicht ganz zu verachten. Vermutlich sind sie für uns harmlos, da sie doch zu schwach sind. Also Beta-Geuze ist beruhigend genug weit weg. Da haben wir also Glück gehabt. Und außerdem weiß man, die Rotationsachse, die bricht die Symmetrie der Abstrahlung in allen Richtungen. Das heißt, vorzugsweise, spielen Magnetfelder noch eine Rolle, vorzugsweise hat man die Abstrahlung der Gammastrahlen entlang oder ungefähr so ein Bündel entlang der Rotationsachse. Wenn die also so schräg im Raum liegt, strahlt es da lang und da lang. Und wir liegen glücklicherweise wahrscheinlich nicht in diesem Kegel. Hier ist also eine Simulation von Beta-Geuze. Man sieht, hier ist der Rotationspfeil angegeben. Die Rotationsachse liegt also hier so schräg drin, guckt also sozusagen an uns irgendwie unten vorbei. Ungefähr 20, 30 Grad. Also könnte auch schlimmer sein. Wie geht es weiter mit der Story von Beta-Geuze? Stay tuned, bleiben Sie dran. Es gibt im Internet viele Quellen, die weiter darüber berichten. Angefangen, aktuelle Lichtkurven findet man bei der AAVSO. Ich habe das also hier mal angegeben. Ich glaube, die Vorträge können wir auch online stellen. Ne? Dann gibt es auch eine deutsche Organisation, die BAV, die Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche, bei denen es auch Beobachter gibt, die Beta-Geuze schätzen. Da kann man auch mit dem Lichtkurvengenerator sehen, was sich da tut. Dann, wer also mit den neuen Medien sowieso auf Du und Du steht, kann bei Twitter den Betelbot abrufen. Das ist also eine Seite, die von Michael Hipke, der übrigens auch Mitglied in unserem Verein hier ist,
betrieben wird. Er versetzt sich sozusagen in die Lage von Betai Goize und berichtet darüber, wie geht mir es denn gerade. Ist ganz interessant, gibt es bis jetzt jeden Tag eine neue, irgendwelche Neuigkeiten oder ein Update der Lichtkurven. Dann, wer es wirklich wissen will, kann sich auf der Neutrino-Warnseite registrieren. Da gibt es also so ein weltweites Supernova Early Warn System. Und es ist so, die Neutrinos, hatte ich ja vorhin gesagt, die werden also frei vom Kern her und sausen durch den Stern hindurch, als wäre nichts da, nachdem sie mal kurz gebremst worden sind. Okay. So, aber ehe sozusagen die andere Strahlung die äußeren Schichten des Sternes erreicht hat, das dauert ein paar Stunden. Und diese Stunden, also bevor die Supernova aufleuchtet, und diese paar Stunden, die hätte man Vorsprung. Wenn wir also mit den Neutrino-Detektoren, der es jetzt ungefähr 5 bis 10 auf der Welt gibt, ein starkes Signal messen und die richten aus, ach, das kommt aus Richtung Betai Goize, dann sollte man hinschauen. Und da kann man sich registrieren lassen und da kriegt man irgendwie eine Nachricht per E-Mail, schau jetzt mal nach Betai Goize. Und wenn dann Betai Goize auch noch über dem Horizont ist und wenn es dann auch noch klar ist, dann kann man die Explosion sehen. Ansonsten muss man sich auf andere verlassen. Ja, es gibt in der aktuellen Zeitschrift Stern und Weltraum ein Heft, bei dem also über Betai Goize berichtet worden ist. Und dann von uns, die Denise, macht die Astrogrammkiste und hat auch schon über Betai Goize berichtet. Und auch im Astronomiemuseum, wenn sich Neues was tut, werden wir darauf aufmerksam machen. Ja, damit bin ich fast am Ende meines Vortrages. Ich möchte noch ganz zum Schluss eine Kuriosität berichten, und zwar der Name Betai Goize. Hat jemand eine Idee, wo der herkommt? Nun, die meisten Namen kommen aus dem Arabischen. Und der Name Betai Goize, so wie wir ihn jetzt benutzen, Betai Goize, ist das Resultat von 2 Schreibfehlern. Und zwar der erste Schreibfehler ist der im Arabischen, und zwar hieß der Stern eigentlich nicht Betel Goize oder Bet al-Jause, sondern Yad al-Jause. Und das Yad schreibt man im Arabischen so mit 2 Punkten drunter. Und dann geht es irgendwie weiter. Kriege ich es nicht zusammen. Müsste ich auf meinen Spickzettel gucken. Das ist also das Y, das Y. Und wenn man aber einen Punkt weglässt, dann ist es kein Y mehr, sondern ein B, ein Ba. So, und wenn man also aus dem Y ein B macht, kommt man aus Yad al-Jause auf Bat al-Jause, also auf Betel Goize. Und der zweite Schreibfehler ergab sich, der Stern Betai Goize heißt ja auch Alpha Orionis. Das ist also von Bayer, ein Astronom, der also die Sterne einfach mal katalogisiert hat und hat sie eigentlich durchnummeriert. Alpha, der hellste Stern, Beta, der zweithellste des Sternbildes und so weiter. Zeigt auch, dass damals also Alpha heller gewesen sein muss als Rigel, der Stern rechts unten. Und da hat also, sind also verschiedene, also hat so einen Katalog rausgebracht und auch mit diesen Sternnamen. Und in der Ausgabe, habe ich gelesen, in der Ausgabe von 1740, da steht also drin, dieser Stern heißt auch Betel Goize. Und da gibt es einen Druckfehler. Da ist das weg. Da ist also aus dem L ein I gemacht worden. Das ist also der zweite Verschreiberli. Und deswegen sagen wir im Deutschen Betai Goize. Und viele andere Nationen sagen noch Betel Goize. Aber in diesem Katalog ist also aus dem L, wahrscheinlich war es ein kleines L, irgendwie nicht richtig gedruckt worden. Oder der Setzer, damals wurde das noch einzeln gesetzt, hat sich irgendwie vertan. Jedenfalls seitdem, seit 1740, sagen wir Betai Goize statt Betel Goize. Gut, vielen Dank, das zum Abschluss.